Wir kommen zu den bewährten Anwendungen. Also welche Kombination von Schüsslersalzen haben sich bewährt oder welche Reihenfolge hat sich bewährt? Da fangen wir mal an mit dem, was am häufigsten vorkommt. Das sind Erkältungen, sprich Entzündungen, Halsentzündungen, Ohrenentzündungen. Da ist die Vorgehensweise so, ganz einfach, ganz klar, sobald du merkst, dass etwas beginnt, der Hals kratzt, die Ohren tun ein bisschen weh, du hast leichte Rötung, dann fängst du an mit Schüsslersalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum, und zwar oft, je nachdem, wie schlecht es dir schon geht sozusagen. Und oft ist es damit schon 1, 2, 3 Tage getan und der Infekt ist abgewendet. Wenn das nicht so ist, wenn dann das akute Stadium dazukommt, sprich die Schmerzen werden stärker, die Rötung wird stärker, es kommt vielleicht eine leichte Schwellung dazu im Hals oder wo auch immer, es kommt zu Absonderungen, weiß oder klar, dann kommt die Nummer 4 dazu. Dann nimmst du die Nummer 3 und Nummer 4 so häufig und so lange, wie du es brauchst. Und da kommt man häufig sehr gut durch eine Erkältung durch. Fieber, Husten, Nasen, Nebenhöhlen komme ich gleich dazu. Du fährst aber so lange mit der 3 und der 4 fort, wie du es brauchst. Wenn das dann wenn die Absonderungen sich ändern und gelb und zäh werden, dann nimmst du Nummer 6 dazu. Nummer 6 ist Kaliumsulfuricum, das hilft dann verstärkt auszuleiten. Und das ist auch die Nummer für das abklingende Stadium. Also je mehr du dann zum Abklingen kommst, brauchst du die Nummer 6 und man sagt, so Nummer 6 schließt einen Prozess dann ab. Also es kann sein, dass du längere Zeit alle 3 Sorten brauchst. Meistens ist es so, dass es mit der 3 anfängt, dann kommt die 4 dazu. Und dann kommt oft noch die 6 dazu und dann schleichst du dich aber mit der 3 und der 4 auch schon wieder aus. Also das kann man wirklich an den Absonderungen auch festmachen.